Da ist es das Grab. Dr. Phil Christiane Koch, geboren am 21.07.1939 in Berlin und ja, verstorben am 14.06.2016 in Saarbrücken. Manfred Koch ist hier. Hallo, Herr Koch. Guten Tag, Herr Herzog. Ja, wir sehen uns jetzt hier wieder am Grab. Ja. Und dabei ist jemand, den Sie ziemlich lieb gewonnen haben über die Zeit, die Christiane Kessler. Die ist zu uns gekommen, hat gesagt, okay, wir kommen mal mit. Und ja, Sie haben auch was vorbereitet. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Hier ist die Christiane Kessler. Grüß dich, Christiane. Ja, hallo Sven, grüß dich. Ja, nach so langer Zeit wieder hier zurückzukommen, ist schon ein Erlebnis, oder? Ja, aber wenn man dann hier auf dem Friedhof steht, kommt alles nochmal in Erinnerung, wie es damals war, als wir uns in der Halle getroffen haben mit dem Pfarrer zusammen und dann auch die Urnenbeisetzung hier auf dem Friedhof stattfinden ließen. Der Koch kommt ab und zu mal zu euch. Ja, natürlich. Mal auf dem Café oder einfach nur mal, um Hallo zu sagen. Also ich zeige euch mal beide zusammen. Ja. Das ist viel, viel schöner, wenn wir jetzt hier. Wir haben ja das Glück, ja, es ist jetzt März, Mitte und ja, wir haben ein wunderschönes Wetter. Es hat es auch gestürmt die letzte Zeit. Ja. Was mir immer so ein bisschen auffällt, ist, man hat ja immer so das Gefühl, wenn man stirbt, vielleicht geht die Welt dann unter. Die Welt ist nicht mehr da. So, aber das Leben geht weiter, oder? Das Leben muss weitergehen. In Lethargie zu verfallen und sich zurückzuziehen, das hilft niemandem. Und das hätte wahrscheinlich auch der oder die Verstorbene nicht gewollt. Also man muss schon sich aufraffen, wie man so schön sagt, und einfach weitermachen. Ja, wenn ich mal fragen darf, wie war denn das? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das heißt, Sie sind in den Laden reingegangen bei der Pietät von Rüden in das Unternehmen. Haben sich da Ja, mal. ich bin da immer vorbeigekommen und ich wusste ja, dass es irgendwann zu Ende geht. Und dann haben wir schon mal miteinander gesprochen. Und Im Vorfeld. im Vorfeld, ja. Und dann ging das dann aber dann doch sehr schnell. Und dann mussten wir alles vorbereiten und wurden die Briefe dann verschickt von dem Institut von Rüden. Und da haben wir dann zusammengearbeitet. Und die Stelle, wo sie jetzt hier liegt, die haben Sie selbst ausgesucht? Die haben wir ja, das wird vom Friedhof, wird einem gesagt, wo Stellen frei sind, nicht? Ach so, da kann man sich unter den Stellen die aussuchen? Ja. Ist sie schön? Die ist sehr schön, ja. Ist genau hinter Onkel und Tante, die Tageseltern von den Kindern waren. Ich zeig's mal gerade, das waren hier die Tageseltern. Da haben sie noch eine Story erzählt, dass ihr Sohn hat irgendwann mal gesagt, hier von dem Mann will ich nie wieder Hausaufgaben machen. Ja, weil ich etwas ungeduldig bin. Da habe ich dann Schulaufgaben gemacht mit ihm und kam die Frau nach Hause und sagte, mit dem Mann mache ich nie wieder Hausaufgaben. Und kam aber anders. Naja, ich habe nicht mehr so oft gemacht, nein. Das musste man dann auch verstehen. Der war ja auf dem Deutsch-Französischen und mit Französisch bin ich nicht so doll. Ah ja, verstehe. Ja, wir sind heute eigentlich mal so hier. Es gab auch eine Grabrede, die gehalten wurde. Die war sehr Ja, eine empathisch. Mitarbeiterin von Christiane, die hat Erinnerungsrede gehalten bei der Trauerfeier. Ja. Das haben Sie noch gut in Erinnerung. Das habe ich in Erinnerung und die würde ich auch gerne vorlesen. Gerne, bitte. Sollen wir Ja, können rübergehen? gerne rübergehen. Also die Mitarbeiterin hat Erinnerungen geschrieben. Ich lernte Christiane vor 32 Jahren kennen, als ich für den Saarländischen Rundfunk zu arbeiten begann. Im SR war ihre Redaktion, der Frauenfunk, für mich ein Solitär, eine emotionale Heimat. Das lag an Christiane. Sie konnte Chefin und Freundin gleichzeitig sein. Sie hielt journalistische Standards hoch, aber auch soziale Aspekte. Sie unterhielt zu ihren Autorinnen aus dem Saarland und der ganzen Republik intensiven Kontakt. Immer wenn ich sie vertrat, merkte ich, wie stark die Bindung der Autorin an sie war, die Art, wie die Frau Dr. Koch
wie sie Frau Dr. Koch vermissten, wie sie sich um sie sorgten, wenn sie krank war, wie ihnen ihre Kommentare fehlten, ihre Vorschläge. Wer sich beruflich mit Frauenthemen beschäftigt, ergreift unweigerlich Partei. Christiane Koch war eine Feministin. Sie war eine Feministin, ohne dabei radikal zu werden. Ganz entschieden, aber in ihrer vornehme und zurückhaltende Art mit ihrem Feminismus war es absolut vereinbar, für Mann und Kinder Essen vorzukochen, wenn sie auf Tagung reiste. Die Familie war eine Kraftquelle, an der wollte sie nichts ändern. Änderungsbedarf gab es anderswo. Christianes Leitsatz hieß: Feminismus ist Gesellschaftskritik. Es ging ihr um eine andere Gesellschaft für Frauen und für Männer. Es gehört zu den Ungerechtigkeiten des Lebens, dass ihr Körper ihr oft Grenzen setzte. Sie hatte nie viel über ihre Krankheiten geredet, aber oft musste sie vorsichtig sein, Rücksicht nehmen. Auch mit ihrer fragilen Gesundheit ist Christiane bisweilen verreist. Dazu gehörte Mut weitaus mehr als für andere, die unbelastet reisen können. Christiane hat ihre Krankheit und ihr Leiden mit Mut und großer Klarheit angenommen. Bis zuletzt, in dieser Haltung, blieb sie ein Vorbild. In welchen Liebe und Verbundenheit sie mit Manfred Abschied nahm, hat mich sehr bewegt. Ich hoffe, Christiane ist dort, wo sie jetzt ist, ganz umgeben von dem Licht, das sie so liebte. Marlene Grund. Und dass Christiane gehen konnte, das lag auch daran, dass sie eine klare Einstellung hatte zu dem Leben und zu der Zeit. Das drückt Andreas Gryphius genauso aus. Betrachtung der Zeit. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa mögen kommen. Der Augenblick ist mein, und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Es ist ja nur so, dass Christiane hier liegt, die Asche von Christiane. Der Geist, die Seele, die lebt ja weiter, die stirbt ja nicht. So dachte wahrscheinlich Christiane auch. Wenn man bedenkt, dass der junge Mozart, was der gedacht hat vom Sterben, der hat seinem erkrankten Vater geschrieben: Ich muss dir nicht sagen, dass ich eine gute Nachricht von dir erhalten will. Obwohl ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, mir immer in allen Dingen das Schlimmste vorzustellen. Da der Tod, um es genau zu nennen, der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren besten Freund des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nichts Schreckendes, sondern viel Beruhigendes und Tröstendes für mich hat. Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung als auch ich bin, nicht mehr den nächsten Tag sehen werde. Und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, dass ich im Umgang mürrisch oder traurig wäre. So hat schon Wolfgang Amadeus Mozart gedacht über den Tod und das Sterben. Und ich finde, das kann auch beruhigend sein zum Sterben. Aber Trauer wird man immer empfinden, bis ich neben ihr in meiner Asche liege und meinen Körper verlassen muss. Sie sagten gerade, neben ihr, ist das geplant, neben ihr zu liegen? Ja.
Heißt, der Platz ist schon da? Der Platz ist da, ja. Aber ich muss noch 17 Jahre leben, weil ich den Kater nicht verlassen darf. Ach, der lebt noch 17 Jahre? Der lebt etwa 17 Jahre, ja. Ja, mal mindestens, ja. Das ist anzunehmen, ja, ja. Aber naja, wollen wir mal warten, was sich ergibt im Leben. Wie ist denn jetzt so das Gefühl? Es sind jetzt fast 3 Jahre her, dass sie beerdigt wurde? Ja, ja. 2 und 9 Monate. Ist das anders wie ganz am Anfang, die Trauer? Ja, jetzt sind sie gekommen, jetzt kommt alles nochmal hoch. Das ist. Ist das schlimm, wenn es nochmal hochkommt? Es ist richtig, aber es schon, nimmt einen schon stärker mit, als es normalerweise der Fall ist. Nach 2,5 Jahren, ja. Damit muss man leben. Das Sterben ist ja nicht das Schlimme. Das Schlimme ist der übrig bleibt. Muss man sich überlegen, was eigentlich Trauer ist. Trauer ist ja auch Selbstmitleid. Denn ich habe ja Christiane verloren. Und für mich ist das schwer, alleine weiterzuleben. Für Christiane, die konnte und durfte ja gehen. Aber der zurückbleibt, der wird damit immer zu tun haben, solange er lebt. Ist das richtig so? Das stimmt. Genau. So sehen Sie das auch? Ja. Ja. Natürlich, der Angehörige, der zurückbleibt, der hat natürlich damit ja, mehr Probleme, dass sein Leben nochmal in den Griff zu bekommen, nochmal umzusetzen und nochmal die gewohnten Strukturen aufzunehmen, die man vorher hatte. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man ab und zu bei dem Bestatter seines Vertrauens vorbeigehen kann. Kaffee trinken. Zum Beispiel. Ja. Ja, das ist ganz wichtig, dass man auch die Kontakte hält, auch zu den Verwandten oder zu den Freunden. Weil alleine leben kann ein Mensch eigentlich nicht. Dabei fällt mir ein, mit dem Hund, das war verkehrt, das war nicht vom, von Die 17 Jahre? Oder? Nee, das war die Katze. Nee, 17 Jahre war die Katze. Das war nicht Voltaire, das war John Billings. Der Hund ist das einzigste Lebewesen auf der Welt, das einen mehr liebt als sich selbst. Da habe ich schon mal wieder gelogen. Wir kriegen jetzt 2. Wir werden sehen, ja, wie sie einen lieben. Ja. Das ist so der. Ja, heute, ich bin ja normal immer sehr redsam, aber so das Thema Trauer ist auch immer schwer. Also da jetzt so die Mischung zu finden. Ihr habt ja auch mittlerweile Gemeinschaften, die trauern nicht christlich, sondern ihr habt Leute, für die ist das ein Riesenfest. Hinduismus, ja. Ja, Hinduismus. Habt ihr auch schon gemacht, eine hinduistische Hochzeit? Haben wir auch. Nicht Hochzeit, Beerdigung. Beerdigung, meinte ich, sorry. Trauerfeier. Hatten wir auch schon, ja. Da hatten wir auch entsprechend an die 100 Personen bei uns, ja, die eine Abschiedszeremonie gefeiert haben. Und es war sehr ergreifend gewesen, das muss ich dazu sagen. Ist für uns natürlich völlig fremd, aber ja, interessant. Jetzt hattet ihr das Glück, ihr konntet vorsorgen. Das heißt, ihr wusstet, es geht zu Ende. Jetzt kann das Ganze ja auch sehr plötzlich passieren. Das ist die Möglichkeit, vielleicht noch nicht mal groß Abschied nehmen zu können. Das ist wahrscheinlich noch viel fürchterlicher, glaube ich. Wenn jemand weg ist oder taucht vielleicht gar nicht auf oder ist vielleicht so, dass man überhaupt nicht Abschied nehmen kann. Also Abschied nehmen geht schon. Das kann man auch am offenen Sarg bei uns in den Abschiedsräumen machen. Ja. Abschied nehmen, was du wahrscheinlich meinst, ist dieses Abschied nehmen, dass man jemandem noch was sagen kann. Ja, wenn er noch lebt. Genau, dass man noch was sagen kann, du, ich mag dich oder du bist ganz wichtig für mich. Das kannst du natürlich nicht, wenn er tot ist, weil er das dann wohl so nicht mehr wahrnimmt wie zu Lebzeiten. Ja, Herr Koch, ich mache normal so lustige Reportagen über Autos, aber das hier haben wir gesagt, wir erzählen mal die Geschichte von der Christiane. Haben wir das gut gemacht? Ja. Sie sehen, hier sind überall auf den Gräbern die Lichter.
die brennen. Meine Frau ist ja evangelisch. Und wir haben eigentlich nie Lichter oder keine Laterne auf dem Grab, weil wir das nicht so pflegen. Bei mir steht zu Hause die Kerze und die brennt. Und man kann sich auch mit Christiane unterhalten. Und das tue ich dann auch immer. Ja, Herr Koch, vielen Dank erstmal für die Bereitschaft, uns das alles zu sagen. Und ja, die Tipps haben wir ja schon im anderen Interview gegeben. Sich unter Menschen begeben, nicht alleine sein. Ja, das ist wichtig. Richtig. Ja. Haustiere helfen auch. Ja, natürlich. Die Katze. Die Katze. Naja, und was man so an Vögeln und allen rundrum hat, ja. Das ist schon schön, ja. Ja, Sie haben es ja gerade eben selber gesagt, ich muss noch 17 Jahre leben. Ich kann die Katze ja nicht alleine lassen. Ja, die soll ja nicht traurig sein. Genau. Und die Tiere empfinden auch mit, das ist so. Muss man bedenken, dass ein Tier auch Gefühle hat, nicht? So, ich lasse euch mal in Ruhe. Okay. Und dann vielen Dank für die Einblicke und ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Tschüss. Okay, tschüss. Wiedersehen.